Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bumblebee B2 Packt aus. Und es geht endlich mal wieder um die Japan Crate. Ich habe sie ein bisschen zurückgehalten und ich habe mich sogar, glaube ich, vertan. Denn auf dieser Box steht August. Ich hatte wohl mal zwei Boxen da und scheinen die aus Versehen gedreht zu haben. Habe dann immer mit der neueren weitergemacht und nicht mit der ganz alten. Die müsste also aus August sein, aber das werden wir sehr bald feststellen, indem wir sie auspacken und mal schauen, was drin ist. Aber es ist ja egal, von welchem Monat die ist. Hier geht es in dieser Reihe um ein Unboxing der Japan Crate, die mit Süßigkeiten vollgestopft ist. Also, wenn ihr euch fragt, was essen denn die Japaner, wenn sie auf der Couch sitzen und den japanischen Nationalsport Synchronschwimmen sich ansehen, was verputzen die dann als kleinen Snack so zwischendurch? Das werdet ihr heute erfahren. Also lass uns doch mal aufmachen und mal schauen, worum es hier geht. Wie immer mache ich das in die Kamera. Und da ist es. Das Mangasin verdeckt uns so ein wenig die Köstlichkeiten. Also werde ich das mal kurz entfernen. Damit fangen wir an. Und hier sehen wir schon einen kleinen Sneak Peek. Ah, mit Chips. Und sind das Banana? Steht da Banana? Ich bin ein großer Bananenfan. Alles. Pfannkuchen, Bananenpfannkuchen. Snacks mit Banane. Shakes mit Banane. Ich liebe Banane. Aber ich glaube, es ist keine Banane. Lass uns mal schauen. Also wir fangen mit dem Magazin an. Das ist das Magazin. Nein, November. Nein, nein. Es stimmt. Es ist alles gut. Ich bin also der richtigen Reihenfolge vorgegangen. Wundert euch nicht. Wir haben zwar Dezember, aber ich habe, wie gesagt, noch zwei Boxen hier. Ich habe es ein bisschen versäumt durch andere Prioritäten. Aber jetzt hole ich es nach. Und wir sind doch richtig. Wir haben das Volume 17 des Mangasins. Da ist auch der Power Ranger mit seinem Japan Crate Helm, der all die leckeren Snacks versucht zu verteidigen. Von hinten sieht das so aus. Oh, das ist diesmal ein ganzes Foto-Cover. Also wenn die Japaner was drauf haben, ganz ehrlich, ist das Zeichnen. Und das hatte ich ja schon mal gesagt, irgendwas zu verniedlichen. Das finde ich cool gemacht. Die haben so eine eigene Art zu zeichnen und das finde ich sehr schön. Also lasst uns doch mal gucken. Waku Waku, hier geht es irgendwie, glaube ich, um die große Edition und irgendwas, was hier in diesem Bereich, was noch zusätzlich fertig gemacht werden kann. Das ist ein Item in der großen Box, denke ich. Da sind die letzten Unboxings. Da wird immer mal wieder ein Screenshot zu gezeigt. Und ich habe letztens tatsächlich von Japan Crate ein Like auf meinem Tweet gehabt. Da dachte ich mir, cool, Dankeschön Japan Crate auf jeden Fall für dieses Tweet, Like auf meinem Tweet. Und hier geht's aus November in Japan. Was gibt's da so? Sikusan Kaki. Es gibt im November in Japan Kaki. Den habe ich mir nicht ausgedacht. Hier oben. Kaki. Irgendwann muss jeder. So, Learn Lab, ich habe halt dies. Ah! Kaminari! Ist Thunder! Samui Desu! It's cold. Also, es ist kalt. Das andere Thunder ist Gewitter. Hier, Gewitter. Und dann gibt's How's the weather today? Oh je. Kyo no Tenki Wado Tezuka. Wie ist das Wetter heute? Ja, und das könnt ihr euch hier durchlesen. Und es gibt Gewinnspiele und alles mögliche andere, was man hier sehen kann. Es gibt noch Erklärungen der Items, die in der Box sind. Die möchte ich jetzt nicht zeigen, die zeige ich vielleicht am Schluss. Um mal zu zeigen, dass es da mehrere Pakete gibt. Ich habe das Mini-Paket, das kleinste. Es gibt aber auch nicht noch viel größere. Hier sind da nur kleine Comics noch drin, die ihr euch anschauen könnt. Weil es sonst Probleme mit dem Zoll gibt. Hier gibt es einen kleinen Contest scheinbar noch. Also ein paar Kleinigkeiten, die hier beschrieben werden. Ich lasse mir das mal aufgeblättert, was ich hier in der Box habe und was ich essen werde, damit ich weiß, was ich verputze. Egal, und wenn es das frittierte Spinnenbeine sind, was natürlich nicht der Fall ist, das essen die nicht einfach so auf der Couch und verschicken das in die Welt. Vielleicht machen sie es doch, aber die verschicken das nicht in die Welt. Das glaube ich nicht. Aber damit ich weiß, was es ist, ansonsten würde ich hier alles essen. Das sind... Fangen wir mal mit dem ersten Item an. Ja, es ist japanisch. Ihr müsst mir sagen, was es ist. Er spielt Fußball und er hat leckere Snacks. Ich gehe mal davon aus, das sind Mais-Snacks in irgendeiner Form. Und hier sehen wir dann auch die Kalorienangaben. Hier sind es 109 für die 20 Gramm. Ist also in Ordnung, das steht hier immer drauf. Das ist den Japanern wohl sehr wichtig. Finde ich cool, dass das da drauf steht. Aber man sieht schon alleine daran, das ist wirklich aus Japan. Also das ist nichts, was ich mir jetzt im nächsten Laden geholt habe. Das kommt wirklich in dieser Box mit einem süßen
Froschgesicht. Riesenaugen. Und das werde ich jetzt aufschneiden. Auch transplantieren. Und dann werden wir es verputzen. Schon bei dem ersten Schnitt. Also das geht nicht mit der Schere, die ist so uncool. Ich nehme mein Samurai-Schwert. Extra. Das ist ein alter Brieföffner, der ist schon. Das ist ein Familieninstrument, der ist schon lange in der Familie. So, jetzt lass uns mal gucken, das riecht schon sehr gut. Ah, ich zeig's natürlich. Das riecht ein bisschen schokoladig. Ich sag mal, was das ist. Das wird mit Tee oder Kaffee in Europa gegessen. Bevor es überhaupt nach Japan kam. Das sind Umai Sugar Rusk. Zweimal gebackenes Baguette mit Zucker übersät und Butter wurde ein sehr gängiger Snack in Japan. Sehr interessant. Schau ich mal an. Wie sehen die aus? Oh, die sind super leicht und sehen so aus. Ja, er hat es fokussiert. So sehen die aus. Kann man das auch so machen? Ich weiß, ich müsste ganz langsam ranfahren, damit er das erkennt. Aber ihr, da. Jetzt habt ihr ganz genau die Struktur. Und ganz locker, wirklich Baguettebrot, super süß. Das schmeckt wie Zuckerwatte, Toastzuckerwatte. Das ist Toastzuckerwatte. Genauso schmeckt das. Super süß, eigentlich nur noch Zucker. Und dann kommt auf einmal so ein ganz kleiner Brotgeschmack. Dran riechen darf man nicht. Die riechen ganz unangenehm. Modderig. Aber das haben die Süßigkeiten von denen eh. Also. Wow. Die sind super süß. 20 Gramm. 110 Kalorien. Die müssen süß sein. Also die bestehen aus hauptsächlich nur noch Zucker, hat das Brot weggefressen. Das Baguette. Wow, die sind wirklich lecker. Wow. Oh Mann. Aber alles, was ihr esst, trümmelt total. Schnell mal wegmachen. Als nächstes, voll süß. Seht es euch an, Panda-Keks. Ich komme langsam zu der Kamera, dann müsste er fokussieren. Panda-Kekse. Zum 20. Geburtstag seit 1996. Haha. Und das meine ich. Die haben damit einfach eine geschickliche Hand, was süß darzustellen. Guckt euch diesen Panda an. Das ist ja wirklich nicht schwer gemacht. Aber ich würde nicht drauf kommen, der ist viel zu süß. Also der ist so knuddelig. Voll cool. So, auch wieder nur japanisch. Euch wird es was sagen. Ihr könnt das vielleicht lesen. Ich für meinen Teil nicht. Ich vertraue ganz auf meinen Geschmacksnerv. Also lass uns das mal aufmachen. Auch wieder mit Samurai-Schwert. Und das sind Saku Saku Panda Cookies Pack. Ich meine, das sagt mir was, dass wir da sogar schon mal was hatten. Back by Popular Demand wurde also wieder auch gefordert. Bei den Japan-Create-Bestellern. Und es sind einfach Cookies mit einer tollen Kombination aus weißer Schokolade, Milchschokolade und einem leckeren Biscuit. Was ich eigentlich ein cooles Wort finde. Biscuit. Oh nein! Guckt euch das an, wie super süß die sind. Warte, die muss ich mal anders packen. Dann kann ich das vielleicht besser zeigen. Das sind die... Oh, das sind die Panda-Kekse. Hier. Wie soll man das denn mit gutem Gewissen essen? Vielleicht kann ich mir da sogar ein Panda-Gesicht draus machen. So. Und er fokussiert nicht. Ja. So, ein Panda-Gesicht. Ist ja cool. Das sind die also. So sieht's von hinten aus. Das ist ein ganz normales Keksgebäck mit Schokolade. Dann lass uns mal schauen. Dicker Keks. Sehr knuspriger Keks. So sieht's also aus, wenn man gebissen hat. Die unterste Schicht ist Keks. Ja, das ist bestimmt ganz schwer zu fokussieren jetzt. Die unterste Schicht ist Keks. Dann kommt eine normale Milchschokolade, dann die weiße Schokolade. Die sind der Knaller. Da haben die extra keine Kalorien drauf geschrieben. Auch irgendwo steht das da. Irgendwo steht das da. Aber das sind die, ich will nichts Falsches sagen, Saku Saku Kekse. 20. Geburtstag. Und die sind ja so lecker. Tut mir leid. Ich würde euch wirklich einen abgeben. Die sind so süß. Die sollte man eigentlich gar nicht essen dürfen. Das müsste schon verboten sein. Ich muss mir die für gleich noch lassen. Super lecker. Wow. Okay.
Das erste, was wir lesen können. Sportsubu. Ups. Direkt in die Kamera geknallt, aber er konnte es trotzdem fokussieren. Sportsubu. Chewing Candy. Sports Drink Flavored Chewing Candy. Oh Mann, was die bloß alles machen. Warum? 57 Kalorien. Der ganze Pack, 14 Gramm. Sportsubu. Scheint also was zum Kauen zu sein. Was nach einem Sports Drink schmeckt. Damit solltet ihr laufen gehen in der Tasche. Damit solltet ihr schwimmen gehen oder einen Marathon machen oder einen Halbmarathon oder einen Ironman. Die sollten Sportsubu makes you fast haben. Irgendwie sowas. Sportsubu sind Sportsdrinks in Japan sind nicht so süß wie die in den USA. Die haben meistens eine Menge an Vitaminen für den Sport, für die Aktivität. Und ja, und die sagen, stellt sicher, dass ihr einige davon in der Tasche habt, wenn ihr anfangt, für Weihnachten einkaufen zu gehen. Damit euch nicht die Energie ausgeht. So, lasst uns doch mal gucken. Das sind ganz normale, runde Kugeln. Muss ich gar nicht viel zeigen. Das wird er ganz schlecht nur fokussieren können. Doch, da hat er es. Eine weiße Perle. Eine weiße Perle. Mh, die ist super. Okay. Der hat super viel Geschmack. Zitronig, Grapefruit. Grapefruit finde ich schlimm. Die schmeckt aber heftig nach Grapefruit. Aber die ist schon wieder so mit vielen Geschmäckern zu, dass mir das nicht wehtut. Aber es ist sehr dieses säurige, dieses saure von der Grapefruit. Das hat das auch. Von innen sieht man nur. Also ist ganz schlecht zu fokussieren. Versuche ich auch erst gar nicht. Ist staubig, aber fester Staub. Und dann werde ich wohl gleich noch pumpen gehen müssen oder draußen rennen müssen in der Kälte, weil ich bestimmt so einen Tatendrang, einen Vitamin-Schock bekomme. Also schmeckt ganz gut. Viel Grapefruit, bisschen Zitrone. Hier steht, dass sie Sodium, Potassium, Citric Acid, Zitronensäure vielleicht, alles beherbergen. Nicht das Ungesündeste sind. Weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz schmecken die okay. Ich weiß allerdings nicht, ob ich die beim Sport essen würde. Das wäre ein bisschen verrückt. Wie rum muss das? Das sehe ich nur anhand des Apfels, in welcher Ordnung der hier muss. Und ich kann nur Candies lesen. Verzeiht mein Schmatzen. Aber diese Chewing Candy setzt sich in jede Zahnlücke und überall rein. Das sind also Äpfel. Äpfel-Candies. Und das finde ich gut. Obwohl ich allergisch gegen Äpfel bin, ist, glaube ich, hier so wenig Prozentanteil drin, dass ich mir keine Sorgen machen muss. 22 Gramm. Ganz viele chinesische Sachen. 80 Kilokalorien. Inhaltsstoffe. Candies. Und die heißen ganz konkret Straw Green Apple Flavor. Sour Straws, also saure Streifen mit einem Apfelgeschmack. Ich bin gespannt. Machen wir auf. Samurai. Und dann sehen die... Ah, das ist eine ganze Box. Die sind nochmal in einer kleinen, traditionellen japanischen Schale eingebettet. Aus der ihr sie herausnehmen könnt, um sie zu verköstigen. Und ich weiß noch nicht, es steht zwar sauer, also gehe ich davon aus, dass es irgendwie salzig sauer ist. Vielleicht ist es auch Zucker. Lasst uns das mal probieren. Sehr klebrig, aber ihr kennt das, ne? Das ist ganz normales Weigummi, so wie ihr vielleicht die salzigen Stangen auch kennt bei uns. Ja. Künstlicher Apfel. Guter künstlicher Apfel. Besser als das, was man hier so bekommt. Künstlich, sehr künstlich, aber... Apfel kommt sehr stark in den Vordergrund. Ist süß, aber gleichzeitig auch ein bisschen sauer. Also... Und es ist noch drin. Und es ist noch drin. Also es ist... Das, was da drum ist, ist Zucker. Und noch was Salziges. Saures. Schmecken super. Finde ich klasse. Gar nicht so unähnlich
von den deutschen Apfelstreifen, von den deutschen Apfelringen zum Beispiel. Die sind allerdings milder. Die sind nicht ganz so sauer, nicht ganz so süß, nicht ganz so salzig. Die treffen, glaube ich, genau die goldene Mitte. Gerade wenn es anfängt, sauer werden zu wollen, dann habt ihr den Apfelgeschmack, der im Vordergrund steht. Also ihr müsst euch nicht schütteln. Der Mund zieht sich nicht zusammen. Das ist ganz gut. Einen verputze ich noch. Und wir sind beim letzten Item. Bam. Das war's dann. Und das sind Pocky Chocolate Brazilian Orange. Interessant. Aber nicht verwechseln, japanische Zeichen drauf. Die haben nur irgendwas aus Brasilien, was denen gut gefallen hat, genommen und daraus leckere brasilianische Orangensticks gemacht mit Schokolade. Wie das aussieht. Das ist schon mal so ein Stick. Und Share Happiness. Genau das mache ich ja gerade. Ich teile meine Freude mit euch. Und damit auch das, was hier draufsteht. Gebt ihm einen Moment. Und dann seht ihr das ganz nah. Da ist sogar Brezel with Chocolate. Da ist sogar nochmal ein Überkleber drauf. 30 Gramm. 140 Kalorien. Integrians, große Aufkleber, den die drauf gemacht haben. Damit das für Normalsterbliche auch noch lesbar ist. Die jetzt nicht Japanisch studiert haben, obwohl ich das gerne machen würde. Damit habe ich nicht gerechnet. Es sind Einzelverpackungen drin. Top für mich, weil ich kann jetzt probieren und kann eins vielleicht nachher schnabulieren, wenn ich auf der Couch sitze. Und die sehen so aus. Pocky Brazilian Orange. Weiße Verpackung, sonst nichts drauf. Die werde ich mit Genuss aufreißen und bin sehr gespannt, was ich da drin finde. Diesmal nichts Schlimmes dabei. So, die sehen aus wie die Mikado-Stäbchen Schokolade in Deutschland, so wie es aussieht. Haben die gleiche Struktur, ihr seht das hier. Dieses Brot, sind allerdings, fühlen sich ganz anders an. Das sind, glaube ich, viel weicher und werden unten hin schwerer. Die Schoko, das ist scheinbar die Schokostruktur, die fängt hier an. Das seht ihr daran, dass es orange wird. Das ist also dieses Brazilian Orange. Und das werde ich mir jetzt heftig in meinen Körper einführen. Ich habe einführen gesagt. Aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ganz leichter Orangengeschmack. Super. Ganz milde Orangenschokolade. Die würde ich gerne mal als Block probieren. Das riecht wahnsinnig gut, das Brot. Oder Gebäck. Und man riecht richtig, das schmeckt so, oder das riecht so ein bisschen zitronenartig, wie diese komischen bananenförmigen Schokoladenstäbchen, wo so ein Getränk drin ist. Das ist so ein zitroniges Getränk, das soll was mit Banane zu tun haben, glaube ich, auch manchmal. Das ist eher so zitronig. Genauso riecht das. Aber das schmeckt ganz mild nach Orange. Ein Geschmack, der wirklich gut ist. Künstliche Orange natürlich. Aber ganz mild. Man merkt gar nicht, dass es Schokolade ist. Man merkt eher einen ganz feinen Orangengeschmack. Und das war's. Also kein Schokoladengeschmack. Aber die sind super erfrischend. Oder hier, das meine ich. Wie diese Sticks. Es gibt auch diese Schokoladensticks. Da ist so eine Flüssigkeit drin. Genauso riecht das. Nach dieser Flüssigkeit. Die sind grandios. Also, die kann ich auch nur empfehlen. Die kann ich nur empfehlen. Brazilian Orange. Orange. Von Pocky. Sehr lecker. Ich werde nicht gesponsert. Wenn was Schlimmes dabei ist, seid ihr die Ersten, die das an meinem Gesichtsausdruck erkennt. Das ist wirklich so. Ich bin nicht gekauft. Kein kleines Gimmick-Ding drin. So sieht die Box aus. So ist sie. Klein und süß mit kleinen Bärchen drauf. Wie der Panda-Keks. Da steht noch was drin, was die ist Squid, was der sagt. Ja, Oktopus. Was ich nicht verstehen kann. Ansonsten ist das die Box für den Monat November gewesen. Und das war's schon. Ich werde auf jeden Fall die anderen Sachen noch verköstigen. Was ich euch noch zeige, ist das hier. Es gibt also die Minibox, die habe ich, weil die gerade noch so durch den Zoll geht. Die hat gerade so irgendwas mit 23 Euro.
wo es noch zollfrei ist. Ansonsten müsste man mit Zoll nachbezahlen. Ist okay. Würde ich machen, 19%, aber dafür zur Post zu fahren extra ist Unfug, weil die auch, oder zum Zollamt, wenn die Post das machen würde, würde ich das machen. Aber zum Zollamt zu fahren ist eine Tortur. Ins Recht mit den Menschen, die da alle warten und alle irgendwas wollen. Und die Original Box hat zusätzlich diese 1, 2, 3, 4, 5 Items. Und dann gibt es noch die Premium Box. Die hat dann nochmal zusätzlich all diese Items und da ist auch immer ein Getränk bei. Das ist das hier. Und meistens was, was man selber zusammen machen muss. Das ist dann meistens auf der ersten Seite hier drin erklärt. Also, das ist die Japan Crate. Leckere Snacks, schlimme Snacks hatte ich auch schon dabei, wo sich alles bei mir zusammengezogen hat. Und die nächste Box habe ich schon hier liegen, weil ich ein bisschen hinterherhing. Also wird die bald kommen. Vielleicht zu Weihnachten, ich weiß es noch nicht. Also, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Macht was aus eurem Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es erneut heißt Bumblebee B2, packt aus! Die Japan Crate. Danke, macht's gut. Tschüssi.